Ich möchte jetzt im dritten und letzten Teil dieses Verfahren, dieses gaußsche Eliminationsverfahren, das wir zum Lösen von linearen Gleichungssystemen kennengelernt haben, noch einmal Revue passieren lassen und zunächst an einem weiteren Beispiel quasi testen und sehen, was passieren kann. Und wir werden das dann am Schluss dann systematisch zusammenfassen. Also wir haben ein lineares Gleichungssystem mit drei Variablen. Das ist im Übrigen fast dasselbe System wie vorhin. Es ist, der einzige Unterschied ist, dass hier der Koeffizient nicht 3, sondern 1 ist, aber sonst ist es das gleiche System. Und wir wissen, wir können das zunächst einmal in ein Schema übersetzen, in drei Gleichungen. Und wir können dann mit Hilfe dieser elementaren Zeilenumformungen dieses System so verändern, dass hier im besten Falle eine Einheitsmatrix übrig bleibt, aus der wir dann die Lösung direkt ablesen können. Aber wir werden gleich sehen, es können auch andere Dinge passieren, nämlich dass eben manchmal gar keine Lösung herauskommt oder dass es nicht nur eine Lösung gibt. Gut, fangen wir an, betrachten wir dieses System noch einmal. Die erste Gleichung übernehmen wir, weil hier oben steht ja schon eine Zahl ungleich 0, also wir können hier mit eliminieren. Am besten ist es, wenn hier ein 1er steht, das ist hier zufällig schon der Fall, weil dann ist das Eliminieren ein bisschen einfacher. Wir wollen hier nach unten 0 erzeugen, wir haben das ja schon gemacht. Also was macht man? Man nimmt die zweite Gleichung und zieht zweimal die erste ab, dann entsteht hier ein 0er, dann entsteht hier ein 1er und hier minus 4 und hier minus 8. Das haben wir schon gemacht. Jetzt haben wir hier einen kleinen Unterschied, aber für die Elimination ist das noch kein großer. Wir nehmen einfach die dritte Gleichung plus einmal die erste, dann entsteht hier ein Nuller. Wenn wir hier addieren, entsteht minus 1, nicht plus 1, sondern minus 1, das ist eben der Unterschied. Hier entsteht 4 und hier entsteht 8. Okay, das schaut ein bisschen anders aus. Also wir haben hier eben x eliminiert aus diesen beiden Gleichungen und jetzt machen wir formal den nächsten Schritt. Wir lassen die erste Gleichung stehen, die zweite lassen wir auch stehen und versuchen hier einen Nuller zu erzeugen. Das ist relativ einfach. Wir müssen hier zur alten dritten Gleichung einmal die alte zweite addieren, dann entsteht hier ein Nuller, die Nullen hier bleiben. Und hier entsteht aber auch ein Nuller und hier auch ein Nuller. Das ist überraschend, das hatten wir vorher nicht. Also plötzlich steht hier eine Gleichung und wenn ich diese Gleichung übersetze, steht hier einfach 0 ist gleich 0. Ja, damit können wir leben, aber sie bringt keine neue Information. Irgendwie sehen wir, dass hier eine Abhängigkeit zwischen diesen Gleichungen bestehen muss. Und wenn man kurz nachdenkt, erkennt man, dass die dritte Gleichung nichts anderes ist als die erste Gleichung minus die zweite Gleichung. Versuchen wir das einmal auszurechnen. Wenn wir diese Gleichung nehmen, minus diese Gleichung, dann steht hier x minus 2x ist minus x, minus 2x plus 3y ist gleich 1y, 1z. Plus 2z ist 3z und 3 plus 2 ist 5. Das heißt, wir haben hier eine lineare Abhängigkeit. Das heißt, eigentlich liefert diese dritte Gleichung keine neue Information, weil sie aus den ersten beiden sich durch eine einfache Subtraktion ergibt. Das sehen wir am Anfang nicht, dass es sowas gibt. Wenn wir aber dieses Verfahren hier durchführen, erkennen wir, dass es hier eine Abhängigkeit gegeben haben muss. Und wir erkennen auch, dass aus dem hier, dass eben hier nicht mehr eliminiert werden kann, also hier können keine Nullzeilen mehr entstehen, dass eben die zwei Gleichungen quasi übrig bleiben, also aus der alle Information herausgeht. Also der, man sagt auch, dass der Rang eben hier 2 ist. Nun, naja, wir können quasi diese Zeile hier vergessen, wir lassen sie weg. Nun können wir trotzdem weitermachen. Was erkennen wir hier? Naja, was können wir hier tun? Naja, mit der dritten Variable können wir nicht mehr viel tun. Wir könnten hier eine Null erzeugen, wenn wir wollen. Da würden wir aber hier wieder diesen Nuller zerstören. Das wäre nicht gut.
Was wir aber tun können, ist, dass wir hier mit diesem 1er hier einen Nuller erzeugen können. Also wir lassen jetzt hier die zweite Gleichung stehen und nehmen jetzt das folgende, dass hier einfach die erste Gleichung nehmen und zweimal die zweite addieren. Dann bleibt der 1er hier wegen dem Nuller, da entsteht ein Nuller. Und wenn man das hier addiert, was kommt da heraus? Also hier zweimal, das ist dann minus 7. Und wenn ich hier 3 minus 16, das ist 13. Das heißt, ich erhalte hier dieses lineare Gleichungssystem, also dieses System, das äquivalent ist zu diesen hier. Wenn ich mir das aufschreibe, steht hier x minus 7z ist gleich 13 und y minus 4z ist gleich minus 8. Also das ist jetzt ein äquivalentes System zum ursprünglichen, aber was ist mit den Lösungen? Also wir können hier x, y, z nicht herausrechnen, so einfach. Ja, aber wir können Folgendes machen. Wir können das z, einen Wert für z festlegen. Wir erkennen, dass x nichts anderes ist als 13 plus 7z und y minus 8 plus 4z. Das heißt, wenn ich das z festlege, dann ergeben sich x und y. Also ich kann z als einen sogenannten Parameter hier einführen. Lambda ist ein üblicher Buchstabe für einen Parameter und dann erhält man für x eben 13 plus 7 Lambda und für y erhält man minus 8 plus 4 Lambda. Nun kann ich das jetzt auch wieder zusammenfassen, indem ich sage, x, y, z ist, naja, da sehe ich hier 13 minus 8, 0 plus Lambda mal 7, 4, 1. Und das ist, wenn man kurz nachdenkt, nichts anderes als die Parameterdarstellung einer Geraden. Das ist also die Parameterdarstellung einer Geraden. Im Dreidimensionalen, ja, Lambda kann beliebig reell gewählt werden. Nun, und das heißt, wir haben hier Lösungen, aber nicht unbedingt eine eindeutige. Es gibt eben hier eine sogenannte Parameterlösung und wenn man sich das kurz überlegt, kann das auch passieren, dass es mehrere Parameter gibt. Ich komme gleich darauf. Aber ich möchte auch auf etwas anderes hier kurz eingehen. Wir hätten ja auch folgendes System betrachten können, dass hier kein 5er steht, sondern sagen wir ein 4er. Also, dass hier ein 4er steht. Was wäre da passiert? Na, dann wäre hier kein 8er, sondern ein 7er. Ja, und hier bei der Subtraktion, hier würde jetzt nicht 0 herauskommen, ja, sondern minus 1. Und plötzlich hätte ich hier eine Gleichung der Form 0 ist gleich minus 1. Wenn ich das übersetze, hier 0 mal x plus 0 plus y plus 0 plus z ist gleich minus 1. Das heißt, ich bekomme hier etwas, was sicher nicht stimmen kann. Also es hätte auch passieren können, dass ich hier eliminiere in dieser Form und plötzlich an dieser Stelle drauf komme, dass das ganze System nicht lösbar ist, denn ich habe hier ein äquivalentes System und wenn eines dieser Systeme unlösbar ist, und das ist offensichtlich hier widersprüchlich, also unlösbar, dann war das ursprüngliche auch unlösbar. Das heißt, es gibt keine Lösung. Also wenn wir das jetzt systematisch noch einmal kurz zusammenfassen, dann erhalten wir das folgende Bild. Wir haben ein lineares Gleichungssystem. Wir können das schreiben in der Form a mal x ist gleich b mit der Koeffizientenmatrix und der rechten Seite. Wir übersetzen das in so ein Schema, wo wir nur die Koeffizientenmatrix und die rechte Seite hier übernehmen.
Und jetzt führen wir einige Eliminationsschritte durch. Also ich führe die jetzt nicht im Einzelnen durch, aber nach einer gewissen Anzahl von Schritten erhalten wir das folgende Schema. Wir haben hier so ein Trapezschema, ja, so wie wir das hier gesehen haben. Das heißt, es kommt hier eine Art Trapez heraus mit Zahlen, hier wo an der Stelle in der Diagonale lauter 1 sind. Hier ist irgendetwas, dann kommt hier die rechte Seite und die ist möglicherweise zerlegt in zwei Teile. Auch hier bekommen wir hier einen Teil und hier einen Teil und alles andere hier ist 0. Ja? Also ich schreibe jetzt nicht alle Nullen an, also alles hier ist 0. Nennen wir das jetzt B1 und B2. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Es gibt einen ersten Fall, wenn B2 jetzt nicht der Nullvektor ist, also wenn hier nicht lauter Nullen stehen, dann gibt es keine Lösung. Das ist dieser rote Fall hier, wo eben hier eine Gleichung eben widersprüchlich ist. Und der zweite Fall, wenn eben dieser Teil der rechten Seite hier sich zu 0 ergibt, dann können wir sozusagen das untere vergessen und jetzt nur mehr hier oben arbeiten und dann erhalten wir, indem wir hier noch eliminieren nach oben hin, erhalten wir dann das folgende Schema, das heißt so ein Trapezschema, wo hier eine Einheitsmatrix steht, also hier lauter 1er, hier 0, hier unten natürlich auch, hier steht irgendetwas und dann hier eine rechte Seite. Und dann können wir hier Parameter wählen, das heißt die Variablen, die hier kodiert sind, die ersetzen wir durch Parameter. Und dann erhalten wir, je nachdem wie viele Spalten hier übrig bleiben, hier war es eine Spalte, wenn das zwei Spalten sind, können wir sozusagen für zwei Variablen Parameter angeben und dann die Lösung in der Weise, wie wir es hier gemacht haben, vollständig anschreiben. Das heißt, wir haben hier irgendeinen Vektor plus dann eine Linearkombination, je nachdem wie viele Parameter wir haben, dann von anderen Vektoren. Und so können wir die Lösung des linearen Gleichungssystems immer vollständig behandeln. Entweder es gibt keine Lösung, wenn das Ganze widersprüchlich ist, oder wir bekommen eine eindeutige Lösung, wenn eben hier keine Parameter übrig bleiben. Und dann nennen wir das System regulär. Oder es gibt mehrere Lösungen und wir können alle Lösungen durch einen oder mehreren Parameter vollständig beschreiben.